Wir werden auf jeden Fall dann in diesem Spiel, wer auch immer kommen wird, denen alles abverlangen und unseren besten Basketball spielen. Und das ist auf jeden Fall etwas, wo wir auch als Gruppe gesagt haben, ey, no regrets, wir wollen wirklich in diesem Spiel gut rausgehen und alles geben. Und sollte es dann für den Erfolg reichen, umso schöner. Und dann wird man sehen, wie sich das Turnier öffnen könnte. Wir sind jetzt hier angekommen, haben die ersten Eindrücke sammeln können. Wie ist es so für dich verlaufen? Was hast du vom Team schon gesehen, was dir gefallen hat nach den ersten Einheiten? Wie ist die Atmosphäre? Was würdest du sagen zum ganzen Surrounding hier? Also erstmal, es ist total toll, dass wir so früh hierher gekommen sind, weil es für uns auch ja, nochmal darum geht, die drei Spielerinnen von der U18-Nationalmannschaft zu integrieren. Und die haben ja nun mal auch nicht an unserer Vorbereitung teilnehmen können, weil sie die Mission in der A-Gruppe zu bestehen hatten, was sie mit Erfolg gemeistert haben. Und deswegen ist es für uns eine Riesenchance, nochmal in diesem Art Minicamp jetzt vor dem ersten Spiel am Samstag als Gruppe vor allen Dingen zusammenzuwachsen, als Team und auch dann uns inhaltlich abzustimmen. Und bisher bin ich sehr, sehr zufrieden mit den Trainingseinheiten. Gestern war ein sehr intensiver Tag, glaube ich, für alle. Das wird uns auf jeden Fall nochmal extrem helfen. Schauen wir ein bisschen zurück. Wir sind ja noch früh im Turniersommer eigentlich, was Jugendmannschaften angeht, aber wir haben schon in Sachen Frauenbasketball ja auch schon einiges gesehen bislang. Angefangen mit der Frauen-EM, die ja wirklich ein Feuerwerk war an Emotionen, an Spielen, wo es wirklich immer wieder auch nochmal eins drauf gab. Die U18 hatten auch jede Menge auch spannender Spiele vor allen Dingen, sehr intensive Zeit, glaube ich, gehabt. Aus deiner Sicht, wie waren diese zwei Turniere jetzt schon einzuordnen? Und was nimmst du auch mit für das Turnier jetzt? Man kann aus jedem Spiel irgendwas mitnehmen und versucht auch sich dann immer zu hinterfragen, ja, haben wir diese Situation schon so durchlebt oder wie würden wir damit umgehen mit unserer Gruppe? Um konkret zu werden, also dass die Eurobasket also das Ergebnis ist sensationell. Ich freue mich unfassbar für das Team von Lisa Tomaides und alle Spielerinnen, mit denen ich ja auch schon zusammenarbeiten durfte in dem Programm. Und es ist Zeit, dass sie sich jetzt dafür belohnt haben und das haben sie und wir sind jetzt auch dran und das wird unsere Ära fängt jetzt so ein bisschen an da und ja, ich kann es kaum abwarten, wenn die Mannschaft dann im November nochmal zusammenkommt für das nächste Qualifenster und dann natürlich im Februar darum spielen wird, in Paris teilzunehmen. Ich bin mir ganz sicher, dass wenn alle weiter so hart an sich arbeiten und ja, wir da die richtigen Wege weiter einschlagen, wie wir das gerade tun, dass wir da auch eine Riesenmöglichkeit bekommen werden. Wenn wir schauen, Nationalmannschaft 2026 wird das nächste Highlight sein mit der Damen-WM im eigenen Land. Ist das auch bei euch im Team und in der Jugend unter den Spielern Thema gewesen, dass dieses Highlight ansteht? Weil es ist ja auch für Absolut. einige Jugendspielerinnen sicherlich eine zusätzliche Motivation. Absolut. Also wir haben das auch sehr offen kommuniziert mit allen, so, ja, um zu sagen, ja, wir werden uns bewerben, die Bewerbung ist raus, wir haben es bekommen. Ja, es wurde schon in allen Jugendkadern auf jeden Fall thematisiert, weil selbst wenn man jetzt in Altersbereich ist, wo man vielleicht noch ein bisschen weiter davon entfernt ist, ist das natürlich ein Riesending, was 2026 stattfinden wird in Deutschland. Und das ist auch für alle so ein bisschen auch, ja, ich habe von Startschuss gesprochen, dieser Ära, die jetzt losgeht, aber auch, das ist ja ein Meilenstein dessen. Und ich glaube, dass danach auch sehr viel noch kommen wird. Und das motiviert natürlich alle Spielerinnen, die nachkommen. Vielleicht bekommt man sogar noch die Möglichkeit und kann um einen Platz kämpfen in diesem Team. Aber auch für die Zukunft alles, was nach dieser WM 26 kommen wird. Und von daher ist das schon ein großes Thema und es motiviert unfassbar alle Athletinnen, ja, einfach weiter in Basketball zu investieren. Okay, schlagen wir den Bogen zurück zu Madrid. Beziehungsweise zur Vorbereitung. Mitte Juni ging es bei euch los mit 24 Spielerinnen, beachtlicher Menge an Spielerinnen. Wo lag der Fokus am Anfang mit so einer großen Spieleranzahl? Worauf hast du besonders geachtet und wie hast du dann am Ende auch rauskristallisiert, wer dabei ist? Also wir haben im Vorfeld sehr, sehr, sehr klar reduziert schon. Also diese Namen waren schon sehr gut und bedacht ausgewählt, weil da wenig auch Spielraum ist. Ich glaube, der erste Lehrgang hat eine sehr gute Basis gelegt. Und dadurch, dass wir dann auch drei Spiele gegen Frankreich hatten, hatten wir die Chance, in verschiedenen Konstellationen zu spielen. Und die Idee hinter diesem gemeinsamen Lehrgang oder der gemeinsamen Vorbereitung, muss man ja sagen, der U19 und U20, liegt einfach daher, dass
wir mit der U20 auch eine gute Mannschaft zusammenstellen wollen, die auch wieder um den Aufstieg in die A-Gruppe spielt. Und wir auch die Erfahrung gemacht haben, dass, wenn man so ein großes Ziel erreichen möchte, die Spielerinnen auf jeden Fall connected sein müssen. Und das ist uns sehr gelungen. Und das haben wir dann letztendlich in dem Lehrgang in Kienbaum weiter vertieft. Und da war das dann eher so Rhythmus. Erstes Spiel war immer Schwerpunkt U20, zweites Spiel war immer Schwerpunkt U19. Und so konnte dann natürlich auch alles sich ein bisschen Richtung U19 absetzen und entwickeln. Und die U20er haben das, also der Jahrgang 2003, muss man ganz klar auch nochmal herausstellen, haben das überragend mitgetragen, um zu wissen, dass wir jetzt halt in diese Endmaßnahme gehen und sie aber noch vier Vorbereitungsspiele haben, während wir hier in Madrid sind. Und von daher bin ich sehr zufrieden und ja, wie gesagt, also haben alle super einchecken können im ersten Jahrgang auch nochmal mit den Athletiktrainern. Das war ganz toll, medizinische Abteilung, super erfolgreiche Lehrgänge. Du hast schon angesprochen, es sind drei Spielerinnen dazugestoßen aus der U18 eben, die ja auch schon jetzt so eine Menge Spielzeit auch da hatten. Inwiefern ergänzen die den Kader, den du jetzt hast, sehr gut? Und was ist allgemein, wie würdest du dein Team charakterisieren? Wo sind Stärken? Was wollt ihr für einen Spielstil zeigen? Also die ergänzen uns vor allen Dingen damit, dass sie bestimmte individuelle Fähigkeiten haben, die uns noch besser machen oder die Gruppe noch besser machen, die vorher schon gespielt hat. Zum Beispiel sind alle drei sehr gute Rebounder. Ja, und ich will jetzt nicht sagen, die anderen können nicht rebounden, aber das ist etwas, was uns sehr gut ergänzt, weil wir sehr viel investieren müssen in puncto Rebounding. Und dann hat natürlich jede Spielerin Annikas Scoring-Möglichkeiten, hat sie unter der U18 ja schon unter Beweis gestellt, ja, ist sehr, sehr vielseitig, kann gut mit dem Ball umgehen. Mari, sehr gute Verteidigerin, gerade auf der Guard-Position, kann sehr gut Penetration setzen. Miri Diala, sehr physisch, auch sehr vielseitig auf der Position 4, 3. Und da ergänzen die uns sehr gut. Und wenn ich jetzt unser U19-Team hier so sehe, wie wir jetzt hier sind, vom Spielstil her, ich glaube, wir sind sehr, sehr vielseitig. Das heißt, wir haben sehr mobile Leute auf den großen Positionen, 4, 5. Hilke Feldrapper auch auf der 3. Und können sehr gut auch von außen spielen, aber auch innen Vorteile nutzen. Können somit auch verschiedene Verteidigungsformationen angreifen. Ich glaube, wir haben auch ein paar gute Werferinnen dabei. Ob sie sich dann letztendlich hier durchsetzen auf dem Level, das wird man dann sehen. Aber das hat sich jetzt in der Vorbereitung auch ein bisschen rauskristallisiert, dass wir da einige Leute haben, die auch von der Drei-Punkte-Linie wirklich gefährlich sein können. Und ja, wir würden uns natürlich freuen, wenn wir so auch die Leute ins Spiel kriegen. Ja, und auf der Guard-Position mit Greta Kröger, die das so ein bisschen anführt, dieses Guard-Gespann da, muss man auch sagen, haben wir jemanden, der sehr hohen Basketball-IQ hat und ja, dann natürlich auch von den Entscheidungen her sehr gut die Mannschaft offensiv auch führen kann. Vielseitig ist, glaube ich, ein gutes Stichwort auch für die Gruppe, also Chinese Taipei, USA und Mali, das ist ein buntes Gemisch, würde ich jetzt mal sagen, an sehr bekannt, sehr unbekannt und schon mal gespielt bei der WM. Was würdest du zu der Gruppe sagen? Ist das wirklich so eine Wundertüte, wie man sie jetzt vor sich hat, oder kann man da schon so ein bisschen ablesen, was wichtig wird? Ja, also man muss ja sich immer in die Lage der anderen versetzen können. Ja, also ich glaube, erstmal die USA zu spielen ist immer toll. Es ist für uns auch nicht nur eine Herausforderung, aber auch eine Riesenchance, so ein Spiel zu spielen zu dürfen, bevor wir auch gegen Mali spielen. Für uns sind natürlich die beiden Schlüsselspiele Chinese Taipei und Mali. Und USA können wir definitiv in unserer Außenseiterrolle ärgern. Und ich glaube, dass wir das auch tun werden. Und Chinese Taipei ist die große Unbekannte natürlich, aber die werden ja genauso in die Gruppenphase gehen und denken, Mensch, wenn wir hier ein Spiel in der Gruppenphase gewinnen können, dann wahrscheinlich gegen Deutschland. Und deswegen wollen wir natürlich am Samstag ganz klar mit einem Sieg ins Turnier starten und werden da auch alles für tun, dass wir das Spiel für uns entscheiden. Und ja, Mali ist dann so ein bisschen richtungsweiser, in welche Richtung das Ganze sich dann weiterentwickelt. Aber wir müssen einen Schritt nach dem anderen gehen und da liegt der Fokus ganz klar auf Chinese Taipei. Und ja, es ist eine bunte Mischung, aber mit Mali und USA natürlich auch sehr, sehr athletische, physische Mannschaften in unserer Gruppe, ja. Gibt es eine bestimmte Zielsetzung, die du jetzt für den World Cup gesetzt hast? Definitiv. Oder also, geht es einfach erstmal auch darum, mit einem auch zum Teil auch neuen Kader, für viele ist es auch das erste Turnier zum Beispiel, die haben noch nicht viel von diesem High-End-Level-Basketball gesehen auf dem internationalen Niveau, aber was willst du vor allen Dingen sehen? Also in welchem Gefühl möchtest du am Ende rausgehen aus Madrid und sagen, okay, ich hab den richtigen Schritt gesehen, ob das jetzt an der Leistung festgemacht wird oder einfach nur an der Platzierung? Wir wollen definitiv auf einem guten Platz für die nächste Runde dann praktisch die Gruppe verlassen.
Und das ist bestimmt nicht Platz 4. Ja, und von daher ist das für die Gruppenphase für uns eine ganz klare Zielsetzung, dass wir da um Platz 2 spielen wollen. Und von daher, wenn man jetzt das Turnier im Ganzen betrachtet, durch die Auslosung der Parallelgruppe A, gegen die wir dann letztendlich diese Round 16 spielen, können wir nur überraschen. Ja, also wir werden dann auf höchstwahrscheinlich Spanien, Frankreich oder Australien treffen. Das sind alles drei absolute Top-Nationen, auch auf dem World Cup U19-Level. Da muss man sich auch ein bisschen frei machen von den Ergebnissen der U18 aus letztem Sommer. Das ist nochmal eine andere Ebene jetzt. Und wir werden auf jeden Fall dann in diesem Spiel, wer auch immer kommen wird, denen alles abverlangen und unseren besten Basketball spielen. Und das ist auf jeden Fall etwas, wo wir auch als Gruppe gesagt haben, no regrets, wir wollen wirklich in diesem Spiel gut rausgehen und alles geben. Und sollte es dann für den Erfolg reichen, umso schöner. Und dann wird man sehen, wie sich das Turnier öffnen könnte. Und wenn nicht, dann werden wir hier weiter internationale Erfahrungen sammeln und das auch für die Leute zu einer WM machen, wie wir das auch wollen. Also sie sollen hier auf World Cup Level diese Erfahrung mitnehmen, gegen diese Spielerin zu spielen, sich auch hier durchzusetzen oder mit Situationen umzugehen, ja, die vielleicht ungewohnt sind oder neu sind. Und das sind unsere Zielsetzungen, um am Ende alle Spielerinnen besser zu machen. Und natürlich wollen wir hier so erfolgreich abschneiden wie nur irgend möglich. Und ich glaube aber, dass beides einander bedingt und dass man nicht den einen oder anderen Prozess in den Vordergrund stellen müsste. Das muss man schon so betonen.